Song Nummer 4. Everlasting Resistance. Der geht ab. Der geht ab. Der geht um zwei Helden, die ausgesandt wurden, um Kabrakan zu töten, weil er ja im Song vorher das ganze Dorf zerstört hat. Mhm. Das macht man nicht. Nee, und weil das so kacke war, heizen sie ihn richtig ein. Und das legen wir musikalisch da. Ja, braucht man eigentlich gar nicht sagen, oder? Nee. Film ab. Ghost Shaman? Song Nummer 5. Ein dunkler Wald, eine kleine Hütte und da drin? Der Schamane, der Geisterschamane. Und der verkauft allerhand von Zeug. Und zwar an Leute, die Probleme haben. Bei Ghost Shaman geht es darum, dass jemand in den Laden reingeht von dem Geisterschaman. Und dort gibt es verschiedene Zaubertränke zu kaufen. Das Ding ist aber, dass der Geisterschamane keine normale Währung annimmt, sondern Körperteile. Ich finde den Text extrem geil und wie er sich dann so aufbaut. Ich krieg dabei immer eine Gänsehaut. Das Problem vor allen Dingen für den Käufer ist auch, er muss halt zeigen, dass er würdig ist, überhaupt erstmal so einen Zaubertrank zu bekommen. Das Krasse an dem Song ist, er wächst auch immer weiter und wird auch immer verrückter. Irgendwann kommen diese Tim Burton-Chöre dazu. Der Text wird verrückter. Der Schamane sagt auch irgendwann, dass er die Knochen haben will, dass er das Fleisch haben will. Mhm. Nur so ist der Kunde ja erst würdig, diesen Zaubertrank zu kaufen. Und erst im letzten Moment merkt der Kunde, dass überall diese Ampullen stehen. Und dort sieht er, dass dort ganz viele verschiedene Seelen drin gefangen sind. Mhm. Wo er allerdings schon den Kauf getätigt hat. Und er hat dann unterschrieben. Er hat schon unterschrieben quasi und er hat dann dort seine Seele verkauft. Mhm. Und während er diesen Zaubertrank trinkt, merkt er, wie die Seele seinen Körper verlässt. Und er dann nur eine Seele unter vielen in diesen Ampullen ist. Krasse Stelle, finde ich. Ja. Darum geht es in Ghost Shaman. Dark of Tribeless. Nein, Mann, Tribe of Darkness. Tribe of Darkness. Ja, guter Song. Viel Dreiviertel. Nicht alles, ja, aber ja. Viel. Viel Dreiviertel. Hört sich super gut an. Hat einen Hymnencharakter. Sehr geil auch zum Mitsingen. Und am Ende des Songs ist auch ein Solo von dem Chor zu hören. Find ich mal kein Gitarrensolo. Ja. Chorsolo. Chorsolo gibt's auch nicht immer. So wie Basssolo, ne? Ja. Inhaltlich geht es um den Song, also der knüpft so ein bisschen an den Ghost Shaman Song an und da handelt es sich in dem Song einfach darum, dass der Schamane weiter mit seinen bereits erhandelten und erkauften Seelen, die er oder gefangen hat, neue Seelen dazu gewinnen möchte. Ja, und sein streift durch den Dschungel und genau, vergrößert sein Repertoire. Genau, so, hört mal rein. Passt auf, dass er euch nicht kriegt. Genau.